Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn es pressiert und man trotzdem etwas Gutes essen möchte, wenn unerwartet Besuch kommt und man im Gross einkaufen kann, oder einfach wenn man Lust auf feine Teigwaren hat, heisst die Antwort: Frischteigwaren von Coop Natura Plan aus kontrollierter biologischer Landwirtschaft. Köstlich wie hausgemacht und in ein paar Minuten parat. Grüezi miteinander. Alle gefüllten Frischteigwaren, ob als Ravioli oder Tortelloni und je nachdem, wie sie es lieber haben, mit Fleisch, Käse, Ricotta und Spinatfüllung oder Gartengemüse und Ricotta, bekommen sie bei uns jetzt zum Aktionspreis. Eine Gelegenheit, die sie nicht verpassen dürfen. Eine Autorität, wenn es um Teigwaren geht, darf ich heute im Studio begrüßen. Herzlich willkommen, Nella Martinetti. Ciao, Nella. Frau Martinetti, Fertigteigwaren sind doch praktisch, wenn man so viel unterwegs ist wie Sie. Ja, nicht nur praktisch. Wunderbar. Vor allem, wenn ich nach Hause um 2 Uhr oder 3 Uhr in der Nacht nach Hause komme und bin müde und habe Hunger. Dann bin ich sehr froh, wenn etwas in der Küche ist, das man schnell kochen kann. Und wenn Sie Zeit haben, was kochen Sie am liebsten? Dann koche ich natürlich die Tessiner Spezialitäten, so eine richtige Polenta oder Ossobuco. Schön. Ja gut, zum Kochen können wir ja noch. Aber jetzt zuerst die Wettbewerbsfrage unserer Zuschauer im Studio. Wie viele Minuten haben Sie zum Kochen die gefüllte Teigwaren von der Coop Natura Plan? 2 Minuten, 3 Minuten oder 5 Minuten? Die richtige Antwort verraten wir dann gerade nach dem Rezept. Dort geht es jetzt um eine passende Soße. Und wir machen zusammen eine Tomatensauce mit Bulleleberli und Salbei. Ciao Nella. Ciao Armin. Das Bulleleberli im Kühlschrank auftauen. Ja, am liebsten die ganze Nacht, denn das dauert ein bisschen lange. Dann im Anken anbraten und rausnehmen. Im Brotensatz gehackte Schalotten und Knoblauch andünsten. Eine Dose gehackte Pelati dazugeben und würzen. Voilà. Ein bisschen Pfeffer und Salz. Und dann ein bisschen Zitronenschale, ein bisschen Salbei, 4-5 Blättchen. Alles leicht einköcherle und das Leberli erst kurz vor dem Servieren wieder in die Soße geben. Ein paar Minuten noch einkochen lassen, auf die Teigwaren servieren oder wenn Sie das separat servieren möchten, tun Sie das. Und auch das Rezept finden Sie wie immer in der neuen Coop-Zeitung. Und ich wünsche euch viel Vergnügen beim Ausprobieren. Danke, Armin. Wie lange geht es, bis die gefüllten Teigwaren von Coop Natura Plan parat sind, haben wir die Zuschauer im Studio gefragt. Da ist die Antwort. Es geht unglaublich schnell, nur 2 Minuten. Wow. Frau Martinetti? Schauen. So, getippt hat eine Frau und damit gewinnt sie ein Abendessen im Restaurant Le Club auf dem Bürgersteig. Sie heißt, lesen wir das miteinander, Mary Berlingeri. Congratulazioni! Congratulazioni, vivissime! Gratuliere ganz herzlich. Gucci. Ich danke allen recht herzlich fürs Mitmachen und natürlich Ihnen, Frau Martinetti, ganz besonders mit dieser Aufmerksamkeit aus unserer Blumenabteilung. Ende Monat wird wieder umgestellt auf die Sommerzeit. Höchste Zeit also, dass man auch die Innenruhe langsam umstellt auf mehr Bewegung, Sport und Freizeit. Besonders schnell geht das mit einem neuen Bike aus der Sportabteilung von unseren Coop, Bau und Hobbymärkt. Viel Leistung für wenig Geld bietet das Damen- und Herren-Velo Backstreet 2. Es kostet mit der Supercard jetzt weniger als 300 Franken und ist das ideale Modell für alle, die es gerne bequem haben. Wegen dem tiefen Einstieg, besonders beliebt bei Damen, ist das Modell die Spintown mit Alurahmen, weichem Sattel und griffiger Trekkingbereifung. Aber auch der günstige Aktionspreis macht einem das Umsteigen auf das Velo besonders leicht. Tricker ist ein mega cooles Bike für coole Typen. Die gefederte Gabel und die Hinterradfederung sorgen für Komfort auch bei rassigen Abfahrten. Kein Wunsch offen bei den Junioren, lässt das Mädchen und Buben Velo Boni mit praktischen Stützrädern für Kinder leicht zu fahren. Auch die Eltern haben Freude daran, wegen dem unschlagbaren Preis. Sie sehen, ein Ausflug in Coop und Hobbymärkte lohnt sich immer, übrigens auch ohne Velo. Das wäre es für heute. In einer Woche zeigen wir Ihnen unter anderem Tipps zum Dekorieren vom Ostertisch. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Weiterhin einen schönen Abend und danke fürs Zuschauen.